das ist also das berühmte Ossobuco. Ja. Was ist das zu Deutsch? Das hätte ich auch gerne rausgekriegt. Ich habe gestern habe ich nachgeguckt. Ich habe zu Hause 14 Kochbücher und von Bocuse sind einige dabei und habe verzweifelt versucht, nochmal ein Rezept nachzugucken und habe kein Ossobuco gefunden. Die Franzosen kennen das nicht. Nee, es ist italienisch. Es ist italienisch. Aber es ist eigentlich ein Kalbshaxe. 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 Nur eben auf italienisch gemacht. Ja. Sehr, sehr wenig Fett, sehe ich. Ja, also sehr ganz, schön. Ganz, ganz zartes. Ganz zart. Also bevor ich eigentlich das mache, müssen die unter dem Wasser abgespült werden, ja, damit wenn etwa vom Sägen noch so Knochensplitter oder so sind. Ach so, Knochensplitter ja, vom Sägen. Also vorher unter dem Wasser abspülen dann und dann trocknen. Ja. Und jetzt müssen sie also kräftig gesalzen werden von beiden Seiten. Ich habe das noch nie gemacht, habe ich auch nicht dran getraut, deswegen freue ich mich, das mal zu sehen. Habe es aber in Italien natürlich oft gegessen. Ja. Und das ist ja ein Gericht, das kann man im Sommer, im Winter eigentlich immer, ja, weil es leicht ja ist, schön. Leicht, es ist ein zartes Fleisch, ja, es ist kein schweres Essen. Es ist auch nicht, es ist auch ziemlich, also ich meine, es ist nicht, keine riesen Kalorienbombe, weil es halt Kalbfleisch ist. Auch nicht wahnsinnig teuer, es ist eigentlich nee, ein Und der Clou ist ja, dass es gegart wird, das Fleisch mit den Knochen. Ja. Und aus denen kommt natürlich auch, wie man weiß, ein toller Geschmack. Ja, aber jetzt wird das nochmal kräftig hier schön mit Pfeffer. Also dich muss ich ja nicht fragen, ob du auch privat kochst, denn du hast mich ja schon bekocht. Ja. In New York, in deiner Wohnung. Wie viele Wohnungen habt ihr eigentlich? Vier? Ja. Ja, das klingt so luxuriös, aber das hat was mit deinem Beruf zu tun. Ja, ja. Los Angeles ist natürlich Hollywood die Filmstadt, da musst du sein. Ja. New York ist die zweite Filmstadt, kann man heute sagen, in den USA. Ja. Da musst du auch sein. Und dann in Deutschland seid ihr, glaube ich, in Berlin? In Berlin und in Franken. Und das ist halt unser ursprüngliches Zuhause, was wir eigentlich nicht aufgegeben haben. Was wir also, da bist du aufgewachsen? Ja. Franken. Und in Franken bin ich aufgewachsen und in Berlin bin ich geboren. Und Berlin ist eigentlich sozusagen das unser Urzuhause. Naja, da ist das, jetzt auch mit Babelsberg und so, passiert ja auch wieder filmisch was. Ja. Ne? Und das so, jetzt kommt es also in die Pfanne und wird... die haben wir ein bisschen schon heiß. Ja, ich mache sie groß auf... Große Flamme jetzt wahrscheinlich. Große Flamme, ja. Und kräftig Olivenöl in die Pfanne. Das ist ja auch mit diesem Olivenöl. Vor 20, 30 Jahren hätte man sich das nicht vorstellen können, dass in Deutschland sich das so durchsetzt. Ja. Im Mittelmeer war das ja immer schon das die Hauptfettquelle sozusagen. Ja. Und bei uns wurde alles mit Margarine und mit diesen ganzen komischen Fetten gemacht. Ja. Oder mit Butter. Aber dieses Livio, das hat man genommen früher. Ja, ja. Und jetzt nimmt man viel Olivenöl. Ich koche fast nur noch mit Olivenöl. Ja. Jetzt kommt das hier rein. Das muss jetzt schön heiß sein. Das spritzt jetzt ein bisschen. Deswegen habe ich auch die Schürze an. Weil aber das ist sehr gut jetzt. Die Hitze ist prima. Und der einzige Trick an der Geschichte ist jetzt, dass es von allen Seiten schön gleichmäßig die Poren schließen. Dass die Poren sich schließen. Ja. Man muss es dann, deswegen liegen hier die zwei Geräte schon, auch mal auf die Seite stellen. Also ein bisschen, nicht nur oben unten. Nicht nur oben unten, sondern auch auf der Seite, dass es rundherum so ein bisschen angebräunt ist. Hast du eine Lieblingsküche sozusagen? Oder? Ja, die besteingerichtetste ist die in Los Angeles. Ja. Das ist eine schöne, sehr große, offene Küche. Wie man das in Kalifornien hat. Mit einem wunderschönen, großen Raum. Und da haben wir also eigentlich die schönsten Geräte sozusagen. Das ist sehr schön. Aber die Küche in Berlin ist auch nicht schlecht. Ja, die New York fand ich auch nicht schlecht. Und was liebst du, welche Art von Kochen? Also hast du irgendwie, es gibt ja Leute, die kochen nur italienisch und viele nur dies oder jenes. Oder machst du so eine Mischung aus allem? Das ist eigentlich eine Mischung aus allem. Es ist Französisches dabei, Italienisches, verhältnismäßig wenig, muss ich sagen, deutsche Spezialitäten. Auch. Also was an deutschen Sachen, das sind mal so Knödel, was Schönes ist. Oder aber keine fränkischen Spezialitäten. Naja, da gibt es gute Fleischsahne, gibt es gute Wurst und sowas. Aber die kauft man eher, die macht man nicht selbst. Ja. Aber da gibt es, also so sieht das dann aus, wenn man das dann auf der Seite... Nein, damit es von allen Seiten ein bisschen anbräunt. Muss man ein bisschen da so hinstellen. Ja. Die Amerikaner sind ja relativ extrem im Essen. Die einen sind diese Health Food, also diese gesundheitsbewussten Fanatiker. Ja. Und
Und die anderen essen Junkfood. Das ist ziemlich schrecklich. Natürlich in den Städten gibt es auch eine Mittelschicht, aber so im breiten Land kaum. Ne? Das ist sehr extrem. Ja. Das ist eigentlich ziemlich schlimm. Also was die Ernährung angeht, ist es sehr extrem. Ja. Wirklich sehr extrem. In Los Angeles ist es ein bisschen besser. Die Kalifornier achten ein bisschen mehr auf die Ernährung und leben ein bisschen gesünder. Sag mal, wenn du jetzt drehst, du hast ja nun in den letzten Jahren, wie viele Filme hast du in Amerika gemacht? Angefangen hat ja alles mit Fassbinder eigentlich. Habe ich zum ersten Mal deinen Namen bewusst zur Kenntnis genommen. Ja. Wie viele Filme mit Fassbinder? 14. 14. Ja. Und dann jetzt in Amerika auch schon? 30. 30? Mein Gott. Und du, man nennt dich... Ich staune manchmal selber. Man nennt dich Director of Photography. Nicht? Ja. Gibt es da in Deutschland einen Ausdruck dafür? Naja, wenn du es direkt übersetzt, heißt es Bildregisseur. Bildregisseur. Also der Regisseur ist der Director. Ja. Und der Director of Photography ist der Bildregisseur. Also mehr als ein Kameramann. Ja. Und das ist tatsächlich auch nicht nur die Berufsbezeichnung, sondern es ist auch tatsächlich der Job, den man hat. Ah ja. Also man ist wirklich in Amerika mehr... als in Europa ist der Kameramann schon der Bildregisseur. Also er bestimmt sehr stark. Das hängt natürlich vom Einsatz des Einzelnen und vom Regisseur auch. Vom Regisseur, ganz klar. So, jetzt wollen wir aber uns wieder konzentrieren auf das Osobuco. Das geht hier sehr gut. Ist aber jetzt ganz sehr toll. Ja. Sieht sehr gut aus. Sieht von beiden Seiten schön braun. Ja. Und jetzt nehmen wir es dann raus. Dann tun wir es nochmal in die Schale rein. Ich wollte das noch ein kurzes bisschen hier lassen. Ah, das ist ja schon sehr schön. Schon jetzt macht einen das richtig an. Ja. Sehr schön, vorsichtig, heiß. So. Also jetzt sind die Poren geschlossen. Und jetzt kommt ein spannender Moment. Jetzt kommt was kommt jetzt rein? Jetzt kommt der Zucker. Das ist jetzt, Zucker? Ja, das ist also eine Sache, die habe ich. Ja, ich habe einen Löffel hier. Das ist also etwas. Was ich sozusagen dazu erfunden habe und was eigentlich dem Ganzen so einen besonderen Pfiff gibt. Jetzt wird Zucker in der Pfanne karamellisiert. Ein bisschen aufpassen, dass nicht anbrennt. Mit dem restlichen Öl? Mit dem restlichen Öl und dem angebratenen. Sehr toll. Wird der also karamellisiert. Ja, das ist schön. Und woher kommt dann Säure in das Gericht? Durch den Wein. Ach, da kommt Wein. Ja, da kommt Wein rein. Das wird ja in Wein gedünstet. Ja. Und der Wein soll also möglichst halt ein herber, trockener Weißwein sein. Du, ich habe dir natürlich, als da du immer von Franken erzählst, einen fränkischen Riesling vorbereitet. Wunderbar, da wunderbar. Der, glaube ich, geeignet sein. Der ist sehr geeignet dafür, weil der hat eine schöne Säure. Ja. Und das gibt dann, so, jetzt ist das also hier braun genug. Ja. Und jetzt kommt... jetzt kommt das Gemüse rein. Ja, ich will. Fangen wir mit den Tomaten mal an. Ich kann dir ja schon mal was anreichen. Ja. So. Das riecht toll. Schön. Das riecht gut. Schade, dass wir noch keinen Geruchsfernsehen haben. Was brauchst du noch? Jetzt kommt das Lauch. Sieht fantastisch aus. Rot-grün. Ja. So ein bisschen wieder zwischendrin schön rühren. Kennst du von den ganzen Kollegen jemand, der auch gerne kocht? Von den berühmten, bekannten so Regisseure oder Ja, also der Coppola zum Beispiel ist ein Francis sehr... Francis Ford? Francis Ford. Francis ist ein sehr guter Koch. Ach. Ein richtiger Hobbykoch. Und ich habe doch mit ihm Dracula gemacht. Ja. Und wir waren dann mal in seinem Haus eingeladen in Napa Valley. Der hatte also ein unglaublich schönes... Hat der auch ein Weingut? Ein Weingut. Ui. Ein riesiges Gelände. Das ist also, ich weiß nicht, das ist... ich weiß jetzt nicht mehr, wie viel Quadratmeter oder... Acre, also ich glaube es 400 Acre. Ja. Also was immer das, was immer das ist. Groß. Auf jeden Fall groß. 2 Acre sind ein Hektar. Also 200 Hektar. Ja. 200 Hektar. Und da hat er eben Wein angebaut und seinen eigenen Wein, der gut ist. Er ist nicht so die
die absolute Krönungsspitze, aber ist ein sehr guter Wein, Rotwein, Rubicon heißt er. Dafür sind seine Filme spitze. Ja. Er ist ja auch nicht als Weinbauer bekannt geworden, sondern als Regisseur. Ja. Jetzt kommt Knoblauch. Ja. Und zwar schön eigentlich eine ganze, ja. Ziemlich viel sehe ich. Ziemlich viel, 14. Aber das wird ja alles durch dieses langsame Garen, weil das kommt ja jetzt in die Röhre. Wie lang dann? Ungefähr 2,5 bis 3 Stunden. Ach, und da wird dieser Knoblauch wahrscheinlich. Und dann wird das so aufgelöst, dass man es gar nicht, also selbst meine geliebte Frau, die keinen Knoblauch so gerne mag. Die isst das? Isst das, ja. Kocht sie oder du? Wer kocht zu Hause? Also ich muss sagen, ich mehr. Du mehr? Ja. Aber wenn du so vom Dreh kommst am Abend. Dann hat sie was gemacht. Und dann macht sie also wunderbare Sachen. Sie sagt immer, sie können sich, aber sie kann enorm gut. Sie macht also wunderbare Eintöpfe und Suppen. Also sie macht ganz, ganz tolle Suppen. Und am Set, also beim Drehen, nimmst du da Mittagessen vom Catering? Da gibt es ja meistens inzwischen. Nicht so gerne, nein. Es ist so, der Arbeitstag in Amerika von einem Kameramann ist ungefähr 14 bis 15 Stunden. Ui. Also ein normaler Arbeitstag in Amerika sind 12 Stunden. Dann kommt noch dazu, hinterher muss man sich die Muster ansehen. Also es sind immer so 14, 15 Stunden. Und was ich mache seit Jahren und was also toll ist, ich habe einen Camper und esse mittags ein Sandwich, was ich von zu Hause mitbringe, was die Helga mir macht. Also mit verschiedenen, mit schönem Brot, mit Schinken, mit Tomate, mit Käse. Und dann esse ich mein Sandwich, trinke einen Tee, lege mich hin und kann wirklich eine halbe Stunde richtig fest schlafen. Tagsüber. Richtig fest. Das beneide ich, das konnte mein Vater auch. Also, das ist so, und dieser Camper, das ist wie so ein Wohnwagen? Ein Wohnwagen, ja. In dem habe ich ein Bett und so ein richtiger, so ein kleiner Wohnwagen. Dann bist du wieder frisch. Wunderbar. Ja, bei 14 Stunden, da muss man sich ja schon. Aber das könnte ich nicht. Ja. Ich glaube aber, es ist auch Gewohnheitssache. Wie, ich möchte dich nicht ablenken von deinem Ossobuco. Aber nee, es ist jetzt soweit fertig. Ja, was? Jetzt kommt Folgendes. Jetzt haben wir den Topf hier, den Bräter, in den das reinkommt. Ja. Da kommt jetzt eine Schicht. Geht das so? Ja, das geht sehr gut. Da kommt jetzt Wechsel. Deine ganzen Gewürze und so, das die kommt kommen zum jetzt Schluss. Drauf. Die kommen jetzt dann drauf. Kann ich die schon mal ein bisschen näher herbringen? Ja. Also ich könnte jetzt, Moment, ich könnte noch eins machen. Brauchst du Salz? Salz brauche ich noch, Pfeffer brauche ich. Und jetzt werde ich hier schon ein bisschen Wein reintun. Ah, der kommt jetzt hier schon rein. Das ist natürlich eigentlich ein Anlass, auch ein Gläschen zu trinken. Hast du was dagegen? Nein, im Gegenteil. Ich habe hier noch mal ein zweites Fläschchen, das ist gut gekühlt. Zum Kochen nimmt man ja eher nicht so den ganz kalten. Ja. Oh ja, schöne Säure, schön, schön. Und diese ganze Erdigkeit, die Frankenweine haben. Immer sehr gut. Sehr schön. Erdige, das ist sehr schön, sehr speziell. Wunderbar. So, jetzt muss ich hier mal abschmecken mit noch ein bisschen Salz. Jetzt kommen doch Was willst du, die Oliven schon? Oder hier sind Pfefferkörner. Pfefferkörner kommen rein. Dann hast du hier das Nelken kommt zum Schluss. Das kommt oben drauf dann. Und das sind die Oliven. Das sind also schwarze Oliven. Da nehme ich also vornehmlich welche. Also sehr gut sind die kleinen schwarzen mit Kernen. Ja. Weil die haben am meisten Aroma. Die sind, glaube ich, irgendwie aus Nizza. Aus oder Nizza, so, genau. Siehst du? Ja. Oliven ist natürlich eine wichtige Sache. Die bei der italienischen und auch bei der provenzalischen Küche. Ja. Ne? So, jetzt passiert Folgendes. Jetzt tun wir die Hälfte davon, stellen wir das hier drauf. Jetzt kommt ungefähr die Hälfte von diesem, kommt unten rein. Aha. So als Bodensatz. Ja. Und dann kommt das Ossobuco oben drauf. Pass mal, ich habe so eine Gabel irgendwo. Wo habe ich die? Sonst können wir es mit diesen Hebern hier machen. Ja. Was geht mit den Hebern? Jetzt müssen wir die hier schön reinschichten, dass die schön zusammen reinpassen. Also am besten ist natürlich, wenn man den Topf möglichst damit füllt, damit keine so großen Löcher dazwischen entstehen. Ja, das ist ja wie abgemessen. Das hier ist hier fantastisch, das könnte nicht besser sein. Ja. Also das passt haargenau hier rein, weil das jetzt mit Wein, also mit dem restlichen Gemüse, bedeckt wird.
Und dann kommt der Wein drüber und das muss so eigentlich fast bedeckt sein mit dem Wein. Und das ist dann am besten. Toll. So, guck mal. Toll. Jetzt dürfen wir nur nicht vergessen, jetzt müssen wir noch die restlichen Gewürze hier reintun. Jetzt wird das abgelöscht, also nicht abgelöscht, ist der falsche Ausdruck, aber aufgefüllt. Aufgefüllt mit dem Wein. So, dass es gerade bedeckt ist. Ja, guck es lang. Ja, oh, guck mal, da toll. Aber da ist mir klar, dass der Knoblauch am Schluss nicht, überhaupt nicht mehr zu spüren sein wird. Ja. Und auch keine Fahne. Ich muss jetzt noch mal abschmecken, bevor ich das zumache. Jetzt müssen wir... Einen willst du probieren? Danke schön. Da kann man jetzt natürlich noch nicht sehr viel, man kann nur feststellen, ob es sozusagen salzig genug ist. Und so. Der eigentliche Geschmack kommt natürlich von den 2,5 Stunden, weil in dem Knochen ja auch so viel drin ist. Ja, ne? Das ist ja das Tolle. Also da muss noch Salz rein. Bisschen Salz. Muss das Salz? Ja. Ich hoffe, es ist nicht der Zucker. Doch, es ist der Zucker. Ah! Wie kommt der hierher? Das ist der Salz. Das ist gut, dass wir probiert haben. Das ist der vom Karamellisieren. Ja, ja. Ah, entschuldige, aber gut, dass wir probiert haben. Ist noch nichts passiert, es war nur eine Prise. Das ist Salz, das ist Salz. Ja. Es war nur eine Prise. Dachte, hier stehen so viele Schälchen, die alle gleich aussehen. Kopfverdammt. Jetzt habe ich allerdings Salz im Mund. Hat ihm nicht geschadet? Hat ihm nicht geschadet. Nein. Du hast ja vorher schon karamellisierten Zucker drin. Also. Ein bisschen Pfeffer möchte ich noch reintun. Schwarzen? Ja, schwarzen. Mit dem. Wunderbar. Es geht nichts über so eine große Mühle, sag ich dir. Mit einem tollen Werk, Mahlwerk. Ja, ist schön. So, und jetzt kommen als letztes die Kräuter. Und was ist das? Das ist... Thymian, ja. Das ist Thymian, das kann man so oben drauf legen. Das sind 2 Lorbeerblätter. Ja. Und das sind ein paar Nelken. Ah, schön. Ich liebe Nelken. Meine Familie wirft mir manchmal vor, dass ich ein bisschen zu viel die Nelken liebe. Aber wenn ich zum Beispiel Reis mache, da kommt immer so, weiß ich, kommen immer 10 Nelken rein. Und dann sagen immer, ach, ein bisschen zu viel Nelken. Also eins, das ist mir sehr sympathisch, dass du sagst 10 Nelken. Weil wenn in einem Rezept steht 4 Wacholderbeeren, mache ich immer 10 oder 15. Ja, wenn da steht eine Nelke, mache ich immer 4 Nelken. Ja, also ich finde, oder 6 Safranfäden, dann denke ich immer, ich werde wahnsinnig. Ja, ja. Also, dann, das schmeckt man gar nicht. Nein, also ich finde auch. Ja, ja. Es sei denn, es gibt Gerichte, wo man sozusagen den Eigengeschmack des Fleisches oder des Fischs nicht beeinträchtigen will. Dann darf man nicht so viel Gewürze. Aber ist hier ist es ja so, hier entsteht ja das aus den ganzen Gewürzen, weil das Fleisch selbst ja nicht so einen starken Eigengeschmack hat, sondern das entsteht ja mit dem... wird durch die ganzen Zutaten kriegt es eigentlich erst den Geschmack. Ja, klar. Jetzt noch einmal abschmecken und dann kommt es ab in die Röhre. Aber du hast schon einen vorher gemacht, der in der Röhre drin ist schon. Mhm. Denn sonst könnte ich ja nicht probieren. Ja, aber jetzt ist die... 2,5 Stunden. Ist nicht schlecht. Gut. Willst du mal probieren? Ja. Also ich meine, das ist natürlich jetzt noch nicht richtig durch, aber es hat die Mischung von Süß und Salz. Ja, das schmeckt man schon. Das ist raffiniert mit diesem Karamellisieren mit dem Wein. Schmeckt ganz gut. Ja. So, jetzt tun wir hier den Deckel drauf. Ja. So. Jetzt und tun mal dieses hier raus. Ja. Kannst du es hier auf die Platten stellen? Ja. Das ist das Tolle, wenn man Platten hat. Das ist schön, ja. Ah. Jetzt ist in dem Moment, das ist immer schön. Eieiei. Wenn hier das. Eieiei. So. Und jetzt kommt das hier. Aber eins weiß ich sicher: Wenn wir da nicht viel blasen, du, dann verbrennen wir uns. Ja, das ist furchtbar heiß. Wenn das 2,5 Stunden drin war, das hatte viel Zeit, sich. Ich stelle mal eine Stunde. Ja. Mehr kann ich hier nicht. Ja. Und dann nach einer Stunde stellen wir wieder eine Stunde. Es ist nicht ganz so kritisch, muss ich sagen. Wenn es 3 Stunden drin ist, ist es auch nicht. Ja. Weil die Temperatur ist sehr gering. Also man muss es so bei, also bei meinem Ofen mache ich es so bei 130, 140, 150 Grad, so in dem Dreh rum. Sag also es muss ganz leicht, muss es... köcheln, wie man sagt. Ich habe ein Dessert vorbereitet. Und die Frage ist, soll ich das jetzt machen? Und wir lassen das ein bisschen auskühlen? Ja, auf oder jeden sollen Fall. Wir das
gleich probieren. Ich glaube, das wird sehr heiß. Zu heiß. Und mein Dessert, wenn es fertig ist, dann probieren wir das und dann essen wir ein bisschen Dessert. Sehr gut. Und zwar, ich muss aber doch noch wissen, der Coppola, was kocht der? So italienisch? Der kocht italienisch. Das ist seine Herkunft. Der macht Spaghetti. Und für viele? Oder wie muss man? Also ich habe auch irgendwie, wenn ich an den denke, denke ich, das sind sicher ganz viele für die er kocht. Er hat ein wunderschönes, großes Haus, eine riesengroße Küche, in der ist ein großer Tisch, an den passen mindestens 10 oder 12 Leute. Er hat immer Freunde da, immer Leute da. Das passt dazu. Und dann hat er natürlich auch, klar, er hat natürlich das wird alles vorbereitet. Ja, der hat seine Leute. Der hat die Leute natürlich. Und er steht dann an einem großen Topf und macht da also eine Spaghetti-Soße, die ist also wunderbar, mit Tomaten und mit Rotwein und Zwiebeln und Knoblauch sind und Kräutern. Du hast ja mit allen großen Stars gedreht, Michelle Pfeiffer, Brad Pitt, Dustin Hoffmann. So. Sind die Gourmets oder... Bei man das vielen gar nicht mit. Weiß ich es nicht, weil es ist so in Amerika, also was anders ist in Amerika, man isst nicht bei den Leuten zu Hause so viel. Ah ja. Also wenn man mit Leuten essen geht, dann geht man in ein Restaurant. Muss man auch mal holen. Ja. Und deswegen und wenn weiß man gar nicht so viel. Wenn man in ein Restaurant geht, dann sucht man sich ein gutes aus und dann weiß man, dass er... Klar, dann essen alle was Gutes. Wenn, also bei Coppola, da kenne ich es, wie es zu Hause schmeckt. Und das schmeckt sehr gut. So, ich mache eine Sabayone für dich. Allerdings eine, insofern werden mich alle Gourmet-Profiköche verfluchen. Eine schnellgemachte mit der Elektro-Schneebesen. Denn eigentlich gehört ja zu Sabayone dieses schöne Geräusch. Ich glaube, in manchen italienischen Restaurants haben die einen Tonband mit dem Geräusch. Das glaube ich auch. Und damit die Leute drin sagen, jetzt machen die Sabayone. Ja. Und in Wirklichkeit, wie ich. Natürlich, ja. Also, halb, zwei volle Schnapsgläser, jeweils 50 Kubik oder wie heißt das? Milliliter oder was? Ja. Marsala und 50 Milliliter Riesling. Ja. Gemischt. Also eigentlich kann man sich das merken mit einem Schnapsglas voll. Ja. Zucker, 5 Esslöffel. Ja. Und 3 Ei. Die habe ich schon getrennt vorher. 3 Eigelb. So, jetzt mache ich einmal, das muss jetzt ein bisschen hoch, das muss richtig kochen. Jetzt mache ich die einmal nur so ein bisschen vorweg hier. Ja. So, und jetzt, das kocht schön. Und das ist wirklich unglaublich. Ich habe früher immer gedacht, Sabayone, das ist ja was Kompliziertes. Und du wirst dich wundern, dass das wirklich in 3 Minuten fertig ist. Das ist ja toll. Man muss ein bisschen darauf achten, dass wirklich das Wasser kocht. Ja. Und dass man natürlich auch immer am Rotieren hat, sonst gibt es Rührei. Und was sagt der Chef? Sehr gut. Gut? Sehr gut. Ich meine, weißt du, was du machen kannst? Vielleicht 2 Teller da oben holen und dann wird es nämlich noch schneller kalt. Ja. Irgendwelche da oben. Was ich also noch mache, weil ich das etwas vereinfacht, das muss man nicht machen, aber ich mache es meistens, dass ich noch entbeine. Oh ja. Also, dass ich auf eine. Du ja, wir kann haben man auf dem Teller nicht machen. So viel Zeit hier, also mach mir das vielleicht so ein bisschen essfertig. Ja. Denn das ist ja nicht so aufregend, was ich hier mache. Nur dasselbe. Aufregend ist hoffentlich nur das Ergebnis. Das ist dann so, dass das richtig schön sich ablöst vom Knochen. Oh ja, ganz leicht. Aber dafür muss es eben so lang drin bleiben. Ne? Ja. Dann macht man dann so ein bisschen die Haut, macht man ein bisschen ab. Kann ich das hier drauf tun? Ja. Ich nehme mal so hier einen Teil raus, damit wir das auch sehen können, wie das so aussieht. Also das ist jetzt richtig, das fällt richtig dann auseinander. Oh, schön. Und hier ist dann der Knochen in der Mitte. So. Und bei mir kann auch Erfolgsmeldungen sagen. Schön, es wird das fest. Sieht schon toll aus. Es wird ganz fest. Machst du Desserts? Ja, schon etwas weniger in letzter Zeit, weil du weißt ja, man muss ein bisschen auf die. Wir kommen in die Jahre und müssen ein bisschen aufpassen. Bisschen auf die schlanke Linie achten. Ja. Und deshalb ein bisschen vorsichtig mit den Desserts.
Aber es gibt ein paar ganz wunderbare, wo man einfach sündigen muss. Ja. Also das Lieblingsdessert von meiner Frau Helga ist Crème Brûlée. Und wo immer wir essen gehen, essen wir natürlich eine Crème Brûlée. Ja, die mache ich selbst. Die mache ich selbst. Und ich habe das ja in der einen, habe ich das in einer Sendung von dir, habe ich das gesehen? Ja gesehen. Toll, mit dem Feuerwerfer. Mit dem Feuerwerfer, das ist toll. Lass mal gucken. So, hier. Ja, die ist eigentlich okay. Ich mache immer noch ein bisschen weiter, wenn ich es rausnehme, ja. Damit kein Rührei. Ja, damit es sich nicht an den Rändern festsetzt. Ja. Das ist übrigens eine der ganz wenigen raren Momente, wo ich eine Schürze trage, weil ich sonst eigentlich ohne Schürze arbeite. Auch, nur bei Sachen, wenn es spritzt. Ja, ja. So ein bisschen. Naja, hier neulich habe ich eine ohne Schürze gemacht, da war alles voll. Ja. So. Jetzt brauchen wir noch ein Löffelchen, um da ein bisschen Soße rauszupfen. Ja. Es gibt noch natürlich eine andere, und dann müssen wir ein bisschen Brot dazu. Ja, ich schneide mal. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, das zu machen. Es gibt natürlich tausend Möglichkeiten. Wenn man die Soße ein bisschen gebunden haben will, dann kann man da eine Kartoffel reinmachen. Mhm, aber ich finde es eigentlich schöner ohne, weil es ist so, der Geschmack ist so, also ich finde ihn kräftiger. Kräftig. Und natürlicher. Toll. Und ah, ist das weich. Ah, ja, ja, das ist richtig, das zerfällt so richtig schön. Mm. Ist immer noch heiß. Aber toll. Mm. Mm. Das mit der Wein, der drin war. Ah, ich muss ein bisschen was davon. Zumindest müssen wir das probieren. Mm. Nicht schlecht. Toll, wirklich gut. Also, ich hätte mich nie gewagt an Ossobuco. Ja, ich habe eigentlich dazu auch noch was Besonderes, was ich selbst gar nicht wusste, dass es das gibt. Und zwar einen deutschen Sekt von einer Trockenbeerauslese. Mm. Ganz, also ein natürlich dadurch etwas süß, aber bewusst. Also jetzt nicht wie ein Spumante. Und das natürlich zum Nachtisch. Mm. Schön, dass du da warst. Ich freue mich, hier zu sein. Ein würdiger Nachtisch, denke ich mal. Das ist ja wunderbar. Das ist was Besonderes. Dazu. Das ist ja wirklich toll. Zum Dessert. Sehr. Das ist ja ein Traum. Aber, hör mal. Verblasst. Nein, verblasst. Dagegen. Ach, aber das ist ja erstaunlich. Ja, das ist erstaunlich. Sehr erstaunlich. Was noch? Habe ich noch nicht getroffen. Ich auch nicht. Sehr interessant.